Herzlich willkommen bei der Folgekarte. Ne, aber gerade ist gut. Auf neuen Spiel. So, jetzt können wir noch eins machen. Wir nehmen Tabletten. Wir haben mal Tabletten gekriegt. Fertigen. Nutzen. Weil. 2 Minuten oder so, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich ein Haus jetzt im Prinzip mir das gemütlich machen, Anführungszeichen. Ja, wir nehmen heute wieder, ne? Ja, so schnell eine Tür gebaut kriege. Wir haben Glück. Stoppfestung auch nicht machen. So. Lagerfeuer. Die brauchen immer eine Sicherheit. Nie aktiv. Muss mir das Ding mal reifen. Und Schrott. Wollte noch lesen. So. So. Noch nicht sicher. Überhaupt nicht sicher. Man kann Feuer machen jetzt. Fenster. So, das ist mal kurz Ende. Wasser fehlt mir, okay. Dunkel. Wie gesagt, dunkel. Wir werden mal trinken. Da wir Durst haben. Und versuchen wir die Nacht zu bestehen. So, jetzt haben wir kurz Pause. Wir sehen uns dann wieder, wenn es bald ist. Ciao! So, willkommen zurück, ist wieder hell. Die Nacht habe ich mehr oder weniger schlecht verstanden. Hatte Besuch. Leider halten die Türen nicht mehr aus. Und wir müssen dringend Holz holen. Diese blöden Löcher mal auch zumachen überall, denn sonst fallen wir jedes Mal rein. Aufräumen. Also ich brauche dringend Stoppfesten und oder Baumwolle, Angelblei. Früher oder später noch Wasser herstellen. Ach, schon wieder die Typen da hinten. Gibt's doch gar nicht. Ja, und dann. Wenn wir sehen mit Pfeil und Bogen. Das Erfolg hat. Auf der Entfernung wieder so nichts. Und die müssen mich weg.
weiß auch nicht, was das verträgt. Nicht genug. So, den haben wir diesmal erledigt. Das heißt, wir müssen viele, viele Pfeile machen. Also Steine sammeln. Oh, ein Pfeil. Und Holz machen. Ja, mein Honig. Das heißt Holz, wir müssen unsere Fenster reparieren, also Wände reparieren und eine zweite Tür davor bauen. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Jetzt haben wir den ganzen Tag vor uns. Müssen die Typen wegdrängen. Jetzt kommt Schnee auch oder was? Schneesturm? Es gibt hier auch kalte Zonen, also heiße Zonen mit verbrannter Erde, Wüste, grüne Zonen, wo man sich gerade hin teleportiert, ist gerade reiner Zufall. Ja, das ist halt so, ne? Ich hatte mal hier gestartet gehabt, da hatte ich weniger Zombies gehabt. Wir sind nur die Hackzonen da. Viel Holz heißt viel XP und da können wir irgendwann aufsteigen. Und wir werden es noch brauchen, wir werden dann ja gleich noch Steine sammeln. Mehr Pfeile. Pfeile reparieren. Ja, und dann mal schauen, dass wir erstmal wir müssen Wasser sammeln, ne? Ah, separieren. Wir müssen Wasser machen, damit wir nach Wasser haben. Wir haben 5 Glaskrüge da. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Krüge wiederverwertbar sind oder nicht. Ich glaube eher nicht. Das heißt, wir werden immer welche suchen müssen. Wir brauchen am Tag so 2 bis 3 Stück. Das heißt hier zack. Ha, Schneesturm. Wir müssen nicht Wasser haben fürs Trinken. Da sind wir Schneebälle zu. Und wir brauchen Steine fürs Lagerfeuer. Man kann aber auch Steine fördern. Also hier kann man auch hier raus. Ah, das ist Lehm. Mit Lehm kann man auch was anfangen. Die müssen aber sehen, um besser wegzukriegen. Also nur Steinachs ist zwar
auch möglich. Aber nicht so sinnvoll. Und die brauchen dringend Munition. Das soll unser nächstes Ziel sein. Das heißt, wir werden mal gleich zurückgehen. Da gibt es auch Steine für. Ja, wir müssen sehen, dass wir ein bisschen was unser trautes Heim hier hinkriegen hier, ne? Es gibt auch Ziegel, Steine. Aber das war nebensächlich. Wir müssen mal sehen, dass wir unsere Hütte fertig bekommen. Das heißt, hier noch eine Tür reinbauen. Tür. Charakter, wir müssen mal sehen. Wir haben das können wir mal wegnehmen. Das brauchen wir so nicht. Steine, Holz, Tür. Man, das ist kein Schutz. In dem Sinne, 7, 8, 6. Aber es ist ein Anfang, ne? Weil die Originaltüren, die halten noch weniger aus als die. Nee. Das ist doof. Neue herstellen und dann alle wegreißen. Leider können wir noch keine Stahltür nehmen. So. Zwei Stück. Fertig. Wir haben genug Holz, das ist gut. Wollen wir gleich die Axt reparieren. Unseren Speer reparieren. Pfeil und Bogen reparieren. Dann nehmen wir noch gleich unsere Waffen. Pfeile, Munition. Das machen wir nebenbei. 5 Stück. Mehr gibt nicht. Wieso nicht mehr? Ach, mehr Federn fehlen. Fertig. Und die leider zerlegen, weil das ist im Grunde ein verkehrter Platz. So, 6. Das war kurz Pause. Ja, anderes Menü. Und gleich reparieren hier. Je weniger sie uns hören, umso besser ist es. So, die Tür wird zu. Die wollen wir gleich zumachen. Fangen wir mit durch von hier. Ja, 4. Unsere Fußball müssen mal dicht sein, ne? Sonst haben wir Probleme hier. Noch einbauen. Sonst fahren wir nämlich dauernd durch. So. Das ist nicht perfekt. Darum machen wir noch eine Waldtüre. Verkehrt. Verkehrt. So, 7. Ne, 6. So, dann Rumble-Schrott haben wir nicht. Schlafsack. Reparieren wir gleich wieder.
Nehmen wir an, wenn wir hier zu haben, dann haben wir auch Ruhe. Hoffe ich jedenfalls. So nach und nach brauchen wir hier eine sichere Unterkunft. Das alte Prinzip anklicken, das alte Fensterprinzip anklicken, zumindest provisorisch Holz verbaut, das ist gut. Hier fehlt was zum Einbauen. Gelatscht. Ach, der Müll. Gut, geht nicht. Hier. Ah, hier kommen Stofffesten rauskriegen. Ah, Stofffesten? Ja, haben wir gekriegt. Oh, cool. Binden herstellen. Binden herstellen ist für die Rezepte. Ledersessel. Warum nicht? Verband. Ja, Verband. So. Ich brauche dringend Federn. Dann können wir auch wieder was machen. So. Das wäre erstmal abgesichert. Hier nicht. Man kann auch Fenster bauen mit Glas, aber leider sind wir da noch so blöd zu. Dann kann ich hier nichts hinbauen. Da ist Lagerfeuer. Das möchte ja nicht gesehen werden nachts, ne? Das Bett können wir eh nicht verwenden, können wir zerlegen. Stoff, Stoff, Eisen. Gut, dann werden wir hier was hinbauen, werden wir hier was herstellen. Und zwar Holzpfosten, Holzplatte. Schau mal. Es fällt Regen draußen. So, 7. Ja.
Nicht so, wie ich das dachte. Ah, jetzt, das verstehe ich. Man kann da im Prinzip Fußboden ausbessern. Hier? Ja, genau. Gut. Mal wissen. Man lernt nie aus. Aber ja, mal zumachen hier. Geht nicht. Gibt viel Holz. Oder auch nicht. Passt nicht rein. Machen wir hier zu. Ich möchte draußen nicht gesehen werden. Wenn immer Licht flackert, so dazu. Alles schön machen hier. Jetzt haben wir ein bisschen stabilisiert. Mist. Im Grunde hätte ich die andere Tür machen sollen, die untere. Okay. Langsam aber sicher wird sicher. Naja, sicher so lange nicht. Die Türen gehen sehr durch wie Butter. Also das ist ja das eigentliche Problem, was wir haben. Wenn wir den Quest erfüllen, ne? Wir brauchen Wasser. Das heißt, das Feuer mal wegmachen hier, die Glut. Und wir machen unser eigenes Lagerfeuer hin. Sollen wir eins bauen? So, da sind wir auf I drücken. Haben wir Lagerfeuer. Fertigen. So. Jetzt müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Und so, das muss eben in der Hand sein. Hand heißt hier 7 oder 8. So, jetzt können wir das erste Mal. So. Beim Händler kann man was einkaufen. Der Händler ist hier irgendwo eine Karte und man kann was einkaufen. Man muss aber natürlich Kleingeld haben. Reise zur Siedlung kostet für den Trader ist der Händler 1,3 Kilometer. Schon eine Ecke entfernt. Wir haben jetzt 11.37 Uhr. Jetzt haben wir unsere Möglichkeit, endlich Feuer zu machen. Holz zerlegen, Rechtstaste und schieben. Dann haben wir die Hälfte. Und dann kann man hier rechts klicken. Dann kann man die Einzelmengen, die man haben will, abzählen. Und rechtsklick. Das reicht jetzt mal, das 8 Minuten Feuer. Wir haben jetzt 5 Krug. Wir haben jetzt 19 Schneebälle. Schauen wir mal, was wir jetzt hinkriegen. Rezepte. Und jetzt. Jetzt können wir Wasser herstellen und zwar 5 Stück kochen. Das heißt, jetzt können wir uns Wasser brauchen wir ganz wichtig, das ist lebensnotwendig, denn uns ist so heiß. Und dann gehen wir dabei und den Schrott sammeln, damit wir unsere Tür verstärken können. Wir haben noch eine Tür. Naja, das war nicht gut. Das hält die zwar nicht auf, aber Tür zu ist und besser wie auf. Notfalls kann man hier auch noch eine Tür einbauen. Können wir uns eine herstellen. Tür, Rohstoffe.
Achso, Werkzeuge. Die Dinger mal bauen. Und zwar kann man die gut vor der Türen stellen und die trübes Wasser. Aha. Trübes Wasser heißt auch nicht trinkbar. Anklicken, Rezepte, frisches Wasser und auf 5 gehen. Kochen. Nur gekochtes Wasser können wir trinken. Also alles andere ist, sagen wir so, tödlich. Nachts werden wir die Sperren hier vormachen. Werden wir das Auto zerlegen. Das heißt, kurz mal parieren die Axt. Achso, hier anklicken und. Ah. Der Sturm geht weiter. Das war nur ganz kurz. Hier haben wir ein Nest. Vielleicht hier neu oder alt. Leere Vogel, das bringt auch Federn. Wir sind gerade aufgelevelt. Leben 102 jetzt insgesamt. Wie gesagt, wir müssen mal sehen, dass wir jetzt hier unsere Basis absichern, dass wir nachts mal Ruhe haben, ohne dass wir Angst haben müssen vor Zombies. Noch haben wir Beeren und noch haben wir Eier, wir können noch was kochen. Wir brauchen aber Flaschen. Das heißt, wir müssen die Flaschen irgendwo her besorgen. Das heißt, ja, Häuser durchsuchen. Ist, sag mal, ganz vorsichtig ausgedrückt, nicht klug, weil die sind voller Zombies. Ich denke mal, das brauchen wir nicht mehr. Hat das gelbe ausgezeichnet, ist der Händler, also kann man locker suchen. Hier gibt es noch mehr Schrott und anderes Plumperzeug, was man zuerst gut nutzen könnte. Sachen, die man nicht braucht, kann man immer in einer Kiste ablegen. Erstmal reicht das hier. Wir wollen sehen, dass wir ein paar notwendige Reparaturen vornehmen. Beziehungsweise da haben wir zugemacht mit Absicht. Ein bisschen aufräumen hier. Wir brauchen viele Rohstoffe und das heißt vieles zerlegen. Und leere Müllbeutel kann man theoretisch immer zerlegen. So. Unser Wasser. Bruchsand haben wir draußen gerade gemacht. Wir müssen noch mit dem Holz machen. Sonst haben wir. Wir haben Durst. Feuer kann man ausmachen. Das heißt jetzt hier, wenn wir unser Ding mal leeren. Nein, wollen wir nicht hier. Die werden wir öffnen. Okay. Und jetzt mal schauen, was wir nicht brauchen können. Das werden wir hier rüberstellen. Man kann natürlich stapeln, ne? Die Benzinkanister brauchen wir definitiv nicht. Bruchsand auch nicht. Angelblei auch nicht. Bruchglas auch nicht.
Stoffwechsel oder Herstoff, wenn wir da brauchen. Schneewelle. Das wir brauchen zum Eisenhersteller. Das können wir auch nehmen. Gebietsschutz ist eigentlich nur für Mehrspielermodus gedacht. Holzplatte brauchen wir immer auch nicht. Das ist Samen. Honig für den Notfall, das Essen. Und Steine brauchen wir immer wieder zur Reparatur von unsere Kohlebrocken für praktisch für Munition später. Weil wir werden mal zuerst wissen. Also wir haben Durst, das heißt, hier müssen wir trinken. Müssen wir eine Flasche rausziehen und runterziehen. Das ist die 7. Prost und mit links aktivieren. So, erstmal die Folge zu Ende. Ich sage mal schönen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.